Ja, guten Morgen und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Mein Name ist Max und ich zeige euch heute wieder ein bisschen was von der Heide. Und zwar bin ich hier gerade schon auf einem Feld, habe ich auf einem Feld angehalten, um einfach mal die Anmoderation hier mit euch zu machen. Und zwar geht es heute auf nach Tornau mit dem Moped natürlich und geht es auf die Wiese am Haberbachtal. Und was dort los ist, das zeige ich euch gleich. Jetzt hier auch schon auf der Wiese am Haberbachtal. Dort unten sind schon ganz viele Mitarbeiter vom Chemiepark Bitterfeld. Chemiepark Bitterfeld-Wolfen. Genau. Und man hört vielleicht auch schon die Muttersensen, die vielleicht sogar lauter sind als ich. Und ja, ich hoffe einfach, dass man mich überhaupt versteht. Und genau, ich werde jetzt einfach vielleicht auch mal zu einer Sense greifen. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo eine bekommen kann. Und dann werde ich auch einfach mal was machen. Ich sitze jetzt hier auch schon an einem Tisch mit dem Botaniker Andreas Koschewski, der mir vielleicht kurz was erklären kann, was an dieser Wiese besonders ist, was wir hier beachten müssen. Also es geht hier um eine Wiese, wo eine Grundinstandsetzung gemacht wird. Also eine Wiese, für die es eigentlich schon zu spät war. Aber es macht trotzdem Sinn, weil wir befinden uns an der Mahtstelle zwischen dem normalen nationalen Naturschutz, den wir all die Jahre hatten, und dem von der EU erzwungenen Naturschutz, der ab Ende 2018 bzw. 2019 kommt. Was denken Sie, wie oft müssen wir das noch machen hier, bis es fertig ist? Zweimal jährlich. Ganz schönes Stückchen Arbeit, aber wenn genug Engagierte da sind, klappt das. Ich bin natürlich hier auf der Wiese schon seit einer ganzen Weile und frage mich natürlich auch, warum ist das hier, wie kommt das zustande und warum machen wir das? Und wie soll ich diese Frage beantworten ohne Herr Mitzka vom Verein Dübener Heide? Vielleicht kann er mir hier weiterhelfen. Ja, wir sind ja hier auf einer sehr feuchten, artenreichen Wiese und da ist es nötig, dass dort der Aufwuchs jedes Jahr zweimal geschnitten und abgetragen wird. Weil die Wiese sehr feucht ist, geht das nicht mit moderner Technik und deswegen bin ich hier sehr froh, dass uns der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen mit seinen Mitarbeitern in so einem Engagementtag unterstützt. Wir haben jetzt hier 15 engagierte Frauen und Männer, die mit Sense und Handgabel dabei sind, den Aufwuchs von der Wiese zu beräumen. Ja, und während jetzt hier das Essen schon ganz fleißig auf dem Grill brutzelt, gibt es eine kleine Einweisung in das Köhlereihandwerk und eine kleine Führung durch die Köhlerei. Mal schauen, was uns da so Schönes erwartet. Das war's auch schon wieder von der kurzen Pause hier in der Köhlerei. Für mich geht's jetzt schon wieder zurück auf die Wiese, genau wie für alle anderen hier. Ich fahre wieder mit meinem Moped und ich würde sagen, wir sehen uns da wieder. Bis gleich. Ja, wir sind wieder auf der Wiese angekommen und es ist natürlich nicht nur wichtig, die Wiese an sich zu pflegen. Nein, wir haben hier auch eine wunderschöne Rasthütte, die aber allerdings schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und dafür sorgen wir jetzt vor. Und zwar sind hier schon die Handwerker fleißig am Werkeln und machen das Dach neu. Von der großen Baustelle, vielleicht finde ich hier mal noch bei der Aktion, meine ich, jemanden, der mir irgendwas erzählen kann. Ich denke, ich habe hier auch schon jemanden gefunden und zwar die Frau Fix. Was machen Sie sonst beruflich beim Chemiepark? Ich bin die Leiterin technische Steuerung im Chemiepark. Mhm. Und wie gestaltet sich hier so ein Tag für Sie? Es ist ja wirklich mal was komplett anderes. Gefällt Ihnen das oder? Es ist eine willkommene Abwechslung für unsere Kollegen auch insgesamt. Es bildet das Team. Wir haben gut zusammengearbeitet, hat uns viel Freude gemacht und man kann sich mal richtig erden. Übrigens haben wir hier beim Beitrag in der letzten Woche wunderschöne Drohnenaufnahmen gemacht. Ich zeig's euch einfach mal.
Und es ist einfach wirklich ziemlich cool, wenn man sowas auch mal von oben sieht. Und deswegen dachte ich, hey, das sollte man einfach mal erwähnen. Und genau. Ja, die erste Etappe der Mähaktion ist vorbei. Und ich wollte einfach mal fragen, wie hat es euch gefallen? Prima! Das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich danke allen recht herzlich für das freundliche Zusehen. Den sachlicheren Beitrag hier zu dem Thema, den wir in der letzten Woche gemacht haben auf der Wiese, den finden Sie hier unten eingeblendet. Einfach mal draufklicken. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen mehr als dieser Stil. Also wir haben einfach mal beides ausprobiert. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, falls es noch eins gibt hier zum Thema Engagement. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!